So, du machst Beerenmüsli, ne? Ja, Beeren gibt's auch gerade keine. Sorry. Rüben gibt es noch drei. Ah ja. Was macht die Bäckerei? Weiß er auch nicht so genau. Ihr könntet aber was tun, ne? Weil ihr habt ja eigentlich genug Material da. Wir können mal wieder richtig losernten, ne? Alles klar. So, hier hinten holen wir uns Stein. Hier holen wir uns Holz. Und hier holen wir uns keine Kundschaft dafür. Warum eigentlich nicht? Und beruht sich aus, ja, ja. Warum sind denn schon wieder keine Kundschafter verfügbar? Oh. Die sind schon unterwegs? Die sind schon unterwegs? Was ist denn hier los? Hallo? Ach, der heißt brennen. Also klar. Effizienz 89%. Sind hier ganze Wälder abgerissen worden oder warum? Ach nee, das ist das Neue. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Hier ist 100%. Genau, da ist 100%. Hier ist 100%. Also Beeren haben wir. Was machst du hier? 200 und 200. Hm. Nichts zu sammeln. Na gut. Kriegen wir den wohl nicht abgeholzt so einfach. Dann sollten wir mal gucken, dass wir hier unten so ein kleines Lager hinkriegen. Alle sind unterwegs. Und jetzt müssen wir uns auf Onbu konzentrieren, weil hier kommt ja der nächste Wirbelsturm, ne? Also ich würde ja sagen, lauf. Bist du das hin oder nicht? Hallo Celia. Ja, es tut mir leid. Ich kann nichts tun, wenn dieses störrige Drecksviech nicht mitspielt. Wenn es jetzt laufen würde, kämen wir hier schön durch. Es muss aber schön langsam weiter trampeln und wir kommen wieder in den Sturm und fangen wieder von vorne an. Warum ist dieses Drecksviech seit so vielen Tagen so widerspenstig? Kann mir das mal irgendeiner erklären? Was habe ich ihm getan? Ja, ich kann nichts machen. Weißt du was? So, gibt nichts mehr zu fressen. Pech gehabt. Tschüss. Braucht das Personal jetzt zum Wiederaufbau. Wird auch nichts mehr erforscht. Ich bohre jetzt deine Galle an. So, Hallöle, mal schnell reinwerfen. Hoffe euch Zaubermenschen geht es allen gut. Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Also ich persönlich kann ja auch nur für mich sprechen. Alles gut. Reg mich ein bisschen über dieses Viech auf, aber ansonsten alles gut. Läuft. Und selber? Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut.
brauche das Ding, da komme ich nicht drum rum. Und hier können wir dann Pause machen, weißt du? Wie ist denn so der Boden? Mittel geht. Ja, gerade am Bilder für einen Shop machen und einstellen. Bisschen Kopfweh, aber sonst super, danke. Ja, man hat immer was zu tun, ne? So als Influencer. Kommt man nicht drum rum, ne? Ich will doch nur aus dem Gewitter raus. Los jetzt, dicke Muschkuh. Das bin ich nicht. Ach, wir sind doch alle Influencer. Das ist doch der neue Job für alle. Oder? Schön Influencer sein. Gott weiß, ich will Influencer sein. Heißt doch so, oder? Muss ich mich mal eben auf Onbo konzentrieren. Nicht, dass die Schwanzspitze noch drin ist. Dann bricht nämlich alles zusammen hier. Wir müssen hier dringend weg. Also, ich bin deutlich aus dem Gebiet raus, ne? Deutlich. Aber ganz deutlich. Ganz ehrlich, wir brauchen mal eine Klatsche. Dann sollen die hier rüberfliegen mit einer Fliegenklatsche und dem Ding richtig am Kopf hauen. Was ist denn das für ein... Geh doch langsam. Nicht, ich bin Friseur, Kosmetikerin, Meisterin mit einer kreativen Ader, die das Zeug ein bisschen nebenbei verkauft, weil sonst muss ich am Haus anbauen. Friseur. Mhm. Kosmetik. Mhm. Ja, Meister. Könntest du mir bei meiner Frisur helfen? Oder? Hast du eine Idee bei meiner Frisur? So, jetzt mach Stopp. Komm. Mädchen, ich will doch nur die Dinger haben. Jetzt mach doch mal hier Pause. Komm. Schlafen? Nein. Platz? Nein. Ich hasse. Onbo ist scheiße. So. Aus der Ferne immer ein bisschen doof. Ja, das ist richtig. Das sind so, ne, das sind so die klassischen Fragen. Die überhaupt keinen Sinn machen. Aber trotzdem. Das Schlimme ist, ich sehe immer aus wie ein Bär um ein Eier, weißt du? Jetzt kann man sich natürlich fragen, Fussel, woher weißt du, wie ein Bär um ein Eier aussieht? Ich bin rumgekommen. Lebenserfahrung. Ja. Ich kann immer machen, was ich will. Ich sehe immer komisch aus. Jetzt war ich ja vor Wochen beim Friseur, heute beim Haarewaschen habe ich auch wieder so... Weißt du? Ich glaube, ich brauche mal jemanden, der mir beibringt, mit so einem Kamm umzugehen. Weil der Friseur dann immer so... Dann, ja, sieht super aus. Aber ich habe sowas nicht. Rundbürsten und sowas. Ja, haben wir ja super hingekriegt, Onbo, wa? Hier ist die nächste Kackperiode. Ich würde ja durchrennen an deiner Stelle, aber ich schätze mal, wenn ich jetzt sage, lauf, Forest, lauf, dann wirst du sagen, nee, ist mir zu kalt. Oh, was ist denn los? Ist dir doch kalt? Ja, persönliche Erfahrung oder was? Schön. Gut, Onbo. Und wir hätten die Leute gut gebrauchen können. Bleibe ich bei. Aber gut. Entweder nicht, dann eben nicht. Ja, das kriegen wir gar nicht alles abgefrühstückt hier, ne?
Schade, die hätte ich gerne aufgenommen, die Nomaden. Aber die waren leider im Gegensatz zu den Stürmen nicht zum richtigen Zeitpunkt da. Schade. So, deswegen mache ich so Eventabende, mal für Männer, mal für Frauen. Steckfrisuren, Föhn, Kosmetik, dass sie lernen, daheim das auch so zu tun, zu bekommen. Ist ein Renner. Hört sich interessant an. Wo finden die statt? Wenigstens grobe Regeln. Wobei du darfst. Mach mal Werbung für deine Veranstaltung. Mach auch ruhig Werbung für deinen Laden. Einzige Link, den müsstest du mir irgendwie über Twitch oder so schicken, dann kann ich den reinstellen, weil Links sind verboten. Wenn du eine Webseite hast oder so weiter. Aber schick mir ruhig zu. Mach mal ruhig Werbung. Wir haben aktuell 6 Zuschauende. Vielleicht ist ja jemand da, der sagt, oh, das möchte ich mal mitmachen. Und wenn es nicht zu weit weg ist, könnte ich mir das auch mal vorstellen. Also ich würde mich da glatt für interessieren. Ich bin zwischen Stuttgart und Bodensee. Müsste ich einen Urlaub rausmachen, wa? Also wo wollen wir lang? Wüste oder weiter geradeaus? Also ich wäre für Norden. Ihr dürft übrigens abstimmen, ne? Wer mit für Norden ist, sagt einfach ja. Und wer sagt nee, nee, der sagt nein. Hier gibt es Verbote. Bei mir auf dem Channel, ja. Du darfst nicht einfach einen Link posten. Das liegt aber weniger daran, dass ich euch nicht vertraue, sondern es liegt daran, dass immer mal wieder irgend so ein Vollidiot hier hinkommt, der dann so ein Blödsinn postet wie, geh auf diese Webseite und guck 20 Minuten beim Chatten zu, was weiß ich, ne? So, 7 und 2. Ich grüße dich, Hallöchen, und warum nein? Ja, dann gehen wir jetzt in die Wüste, habt ihr ja toll hingekriegt. Einwandfrei. Naja. Zieli, ja, dann machen wir die beiden anderen dafür verantwortlich, ne, wenn wir sterben. Dann sind die schuld. ach, die stellen immer noch, hier wird noch Trupp zusammengestellt. Ja, das dauert natürlich auch ein bisschen. Rasur pflegen, Haare bei Anlass mit Whisky und Zigarren, geile Musik, 20 Männer. Aber mache ich gerne, wenn das nächste Mal, wenn das nächste kommt. 20 Männer, ja, Männer unter sich beim Friseur, Das sind auch die Events, die möchte ich mir auch, also da bin ich bei. 7on2, vielen Dank für deinen Follow und herzlich willkommen in der Community von Fussel, dem Let's Play-Kanal. Ne, FatLP, dem Let's Play-Kanal von Fussel. So wird ein Satz raus. Ja, ich bin auch ein bisschen durch, weil es war doch gestern ein bisschen anstrengend in Brüssel. Also insofern ist für mein Alter nicht mehr geeignet, weißt du? So, wenn die Kundschafter fertig sind, Onbo macht ja jetzt Bubu, ne? Dann könnten wir das Ding nämlich noch mit erforschen, weil es wird ja hier runter in die Wüste rennen. Weißt du? Nee, aber mach ruhig. Also, Pink Rose, gerne Werbung machen, wenn du den nächsten Event hast oder so. Sag einfach Bescheid. Ich bin ja öfters online. Da darfst du ungefragt einfach Werbung machen und du darfst mir den Link dann gerne mal eben hier über den Chat, Sprachchat hier schicken. Nicht über den Streamchat, sondern wenn du mich PNs, ne? Privatnachricht und dann stelle ich auch gerne mal einen Link zu deiner Webseite rein. Kannst du auch jetzt schon machen, also schick's mir eben zu, dann überkopiere ich den Link mal eben rein, wenn du möchtest. Dann machen wir gerne Werbung für deinen Laden, ne, warum denn nicht? So, ich habe hier auch eine Flüsternachricht, die ist aber von Klabautermännchen. Alles klar. Dem ich nochmal an der Stelle ganz herzlich Danke sage, dass ich bei ihm im Stream diesen Code hier gewinnen konnte für dieses wirklich interessante Spiel, wenn auch Onbu ein bisschen doof ist. So. Wäre Maglish, wenn du möchtest. So, aber cooles Event, wovon ich noch nie gehört habe. Ne, das stimmt, das habe ich auch noch nicht gehört. Wir haben zwar hier mehrere Barbershops und so weiter, aber davon gehört habe ich auch noch nicht. Das stimmt. Keine AP für den Laden, mehr bei uns nutzt das niemand auf dem Ländle. Ist gut möglich, dass die sagen, nee, das ist noch Neuland für uns.
Ja, ja. Oder ich kriege das nicht mit, aber ich habe da wirklich noch nie was von gehört. Mich würde sowas wirklich mal interessieren. Nicht, weil ich glaube, ich bin hübsch oder so, ganz im Gegenteil, aber... So, ich habe mehrere. Auch im Sommer Poolparty, Kinderfest mit Schminken. Ja, da möchte ich nicht bei sein. Also Schminken sowieso schon nicht und mit Kindern auch nicht. Also schon gar nicht, wenn Kinder im Pool sind. Das ist mir immer zu verfänglich. Ach, wir sind noch eisig. Ja, nee, kein Wunder, dass hier nichts angebaut wird. Ne? So, Kundschafter, 12 Stein, 10 Stein, 10 Holz. Sehr gut. Da wird gekundschaftet. Hier können wir noch, da können wir noch. Wir gehen ja hier runter, das heißt den und den. Oh, da können wir... Wir könnten so viele Leute rausschicken. Wie sieht es denn generell aus? Nahrungsmittel... ja. Ja, wir haben hier eine Eisphase. Ich mache das, weil es sonst niemand macht. Ich habe große Grundstücke und Platz ist Kundenbindung und sowas ist heute halt super wichtig. Genau wie... Heb dich ab. Absolut. Deswegen habe ich ja auch keinen Erfolg auf YouTube, weil ich heb mich nicht ab. Ich bin einfach nur Masse. Muss man wirklich so sagen. Also das ist, ich mache nicht den Content, den die Leute auf YouTube sehen wollen. So, wie sieht's denn hier aus? Vergiftet, 11 Leute. Warum? Nahrung, wir hatten mal mehr. Du solltest dort auch Essen und Getränke anbieten. Beim Friseur? Guck mal, es geht los. Warum schleppt ihr das Wasser denn da hoch? Da könnte doch hier eingelagert werden und da hingelegt werden und so. Oder ich auf YouTube. Soll ich Getränke anbieten? Schade, dass das ein 3x3 ist, ne? Das hätte hier noch ein Haus hingepasst. Ein paar Dekoartikel wären nicht schlecht. So, es gibt bei den Events immer, wer Sommer jemand, der grillt, sonst Caterer. Ich muss aber dafür immer Genehmigungen für den Tag oder das Wochenende holen. Letzte Woche auch, weil darf ja sonst kein Alk ausschenken etc. Oh, auf dem Kinderpooltag Alk? Da bin ich aber jetzt, werde ich hellhörig. Nein. So. Halt mich da immer von fern. 5 Leute vergiftet. Alles klar. Aber die Kräuter kommen. Wie sieht's denn mit meinen Kundschaftern aus? Alle noch unterwegs? Zehn Holz nochmal. Ja, da haben wir sehr wenig von. Stein geht auch. Aber hier die Sägeplatten, die Holzbretter, die sind noch ein bisschen dünn. Wir haben auch 2x Abführmittel. Also wenn Ombu hier gefuttert hätte, hätten wir. Aber naja. So, der Pooltag läuft so, da kommt wer, der um die Kids schaut und schminkt und so und die Eltern werden verwöhnt, dann haben die Zeit. Ich würde gerne mehr machen oder größer, aber geht halt immer nur im Rahmen.